Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Part von Let's Roleplay The Elder Scrolls Online. Ich bin hier gerade an meinem Runenstein gewesen und habe den Erfolg weltliche Rune freigeschalten, weil ich ja einfach kurz die Runen eingesammelt wollte und ich finde die Runen gerade nicht. Das ist eine viereckige Rune hier. Jo, und Achievements haben wir auch irgendwo. Jetzt sollte auch der Sound wieder okay sein, wenn es zu laut ist. Oh, das ist immer so eine Sache, wenn Updates gibt oder so bei Windows oder beim Spiel, dann ist wieder der ganze Sound verrutscht. Es gibt kein Erfolgsscreen. Sammlungen. Oh, da kann man sich ändern. Aber man muss immer etwas bezahlen. Okay. Ich möchte einfach irgendwie anders aussehen. Wie viel haben wir Gold? 1000? Nein, das ist Kronen. Wo steht denn Gold? Hier steht gar nicht Gold. Oh komm, machen wir einfach. So, hier ist irgendwo Gold. Ist auch kein Gold. Man sieht einfach seine. Ah, doch, hier unten 1300. Also, wir haben schon wieder verdient. Gut. Dann haben wir noch Login-Bonus. Was haben wir hier noch? Ja, tägliche Bonus. Ja, 500 Gold nochmals dazu. Ja, 50 mal tödliches Kronengift auch noch. Okay. Also, heute gehen wir mit der, machen wir mit der Geschichte weiter. Und ja, schauen mal, was uns so erwartet. Aha. Nochmals ein Runenstein. Gut, dann das zu töten. Stirbt du wieder. So, und zu buchen und dann auch töten. Blitz. Brillieren. So. Und. Oh. Okay, blau. Ich nehme mal alles mit. Sammlerneuling. Okay, sehr gut. Ja, gut. Mit der Stimme geht es nicht so gut. Aber, ja. Lasst euch nicht beunruhigen oder ablenken. Das ist leider manchmal so. Je nachdem, so das Wetter ist oder so. Ja, manchmal. Jetzt einfach in dieser Tag, Jahreszeit. Ein bisschen, ja, die Stimme kratzig. So. Aber geht gleich wieder. Das ist immer so, wenn ich eine Aufnahme starte, geht alles schief. Aber ich mache extra Testaufnahmen, die bringen gar nichts, weil es erst kommt, wenn ich eine Zeit rede. Aber gut, jetzt bin ich natürlich schon wieder. Ja, toll, dass ihr da so stark Schaden macht, aber ich möchte gerne überleben können. Ach komm. Ja, mach doch vorwärts. Jetzt muss ich doppelklicken. Noch mehr Schaden, als ich heilen kann. Okay. Wow. Also das ist wahrscheinlich noch nicht so gut für uns. Wir haben noch nicht gute Ausrüstung. Ich denke, an der Ausrüstung liegt es am meisten. Aber okay. So, wieso tut sich die so schlecht? Ja, jetzt musst du. Spammt natürlich wieder jemand. Wir haben ja da immer einen neuen Reiter. So. Und können deshalb, ja, das ausblenden. Wollte ich gerade schauen, was da geschrieben wird, und dann ist es wieder Spam. Okay, wir werden wahrscheinlich bald sterben, wenn wir so achtlos angreifen. Ja, genau, spammen wir einfach ein bisschen herum. Das ist auch. Das ist auch erlaubt.
auch sehr effizient. Also wenn die, wenn die Stäbe in Relativität zu den Fähigkeiten immer noch so viel Schaden machen, später dann dafür so die ganze Zeit immer nur so. Ja genau. Hä? Kannst du einfach mich mal so mega stunnen? Jo. Okay. Wir müssen hier rein scheinbar. Oder hier noch rechts. Abgeschlossen geht zum markierten Ort. Ja, wow. Benutzt das Medaillon des Eiskap-Zirkels und wir müssen weiter hier hoch. Also baut ihr ab, Magier. Lustig gemacht, also ein bisschen merkwürdig. Sehr schön. Ja. Kann ich mal nehmen. Die kleinen kann ich einfach mit dem Stab besiegen. Geht schnell. So. Ich habe immer noch Runen oder so, aber müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Lieber ein bisschen vorwärts. Ich möchte ja Kunden zeigen. Ah, diesen Debug ist natürlich. Das ist irgendwie eine Taste drückt, glaube ich, rechte Maustaste, um mich schneller zu erholen. Wow. Hey, hallo. Mach weiter. So. Es sind einfach viel zu viele Gegner. Bis ich endlich mal durch bin. Ja, die greifen mich ja 100% an. Okay, wir sind da. Zombies, wie sind das? Wir wissen einfach mal eine Leiche. Effekte. So. Okay. Gramm Unhold. Okay. Sekunde, blutige Notiz. Gewinnbringend. Ja, das haben wir schon immer gen. Wieso müssen wir das immer einsammeln, wenn wir das schon gelesen haben? Okay. Hier haben wir nichts mehr scheinbar. Okay. Jetzt müssen wir dorthin. Gehen wir hier hin. Was ist das? Ist ein Dungeon dort? Ich gehe jetzt einfach der Story nach. Wir können das alles nochmals wiederholen, denke ich mal. Es wird nicht weggenommen, wenn Greymoor draußen ist. Ich weiß es nicht. Ah, wir sind auf der falschen Seite gespawnt, also im Süden gespawnt. Das ist was? Das ist hoffentlich kein Gebiet, wo schwer ist, sondern ein Dungeon oder so, wo man jetzt nicht unbedingt Gefahr läuft, reinzulaufen oder so. Sieht nämlich groß aus, vielleicht so ein, ja. Ich denke, ein großer Dungeon oder so. Jo. Die Sache ist... Was soll ich jetzt willkommen, tun? Reisende. Hier, also... Ich müsste eigentlich nichts verkaufen. Also können wir gleich weitergehen. Wo sind meine Waffen und so? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Das brauche ich. Okay, sehr gut. Da haben wir noch einen Ausrüstungsgegenstand. Können wir gleich den Schrott verkaufen nochmal. So. Okay, wie kommen wir jetzt über das Gebirge, wollte ich sagen. Ach, wirklich auf die andere Seite. Mist. Falsch gelaufen. Hinter dem Felsen gibt es sicher etwas zu sehen. Nö. Aber Spieler,
10. Aua. Hey, was bin ich jetzt hier in einer unsichtbaren Wand? Hm. Ah, hier. Okay. Immer das rote Leuchten ist ein Runenstein. Nehmen wir einfach die wertvollsten Runen immer mit. Und, ja, die zweitwertvollsten grünen. Oder so. Ja. Ihr wisst schon. Einfach die, wie wir momentan sehen. Das sind jetzt die blauen und die grünen, die wir mitnehmen. Aber es gibt natürlich noch wertvollere, denke ich mal. Was gibt's nach blau noch? Gelb? Oder orange, glaube ich. Also werden ja dann sehen. Also ich muss jetzt hier halten. Rechts. So. Hm. Da halten wir noch etwas. Spiele wahrscheinlich noch. Kuckelkäfer. Hey. Ja, sicher, so viel schon. Drei Kreisminen. Hm. Rang 12 bei Tiergefährten. Er levelt sich das auch mit, wenn wir einfach einen Ding haben. Komisch. Ah, das ist Ding. Das ist. Ja, klar. Das ist unsere Skillung. Von den Tieren, also ja. Beschwörung. Ja, genau. Okay, einfach weil wir irgendwas aufgesammelt haben oder das erreicht haben. Hm, komisch. Aber kennt ihr das? Die Spiele tun euch immer wieder locken, indem sie ganz viele Sachen verschenken. Einfach so verschenken. Oh, neues Gebiet, XP. Oh, eine Kiste. Oh, ganz gut, eine Runde. Ich sollte eigentlich wirklich ein Spiel spielen, wo ich nicht belohnt werde. Wo ich einfach auch überleben muss. Irgendwas? Ah, ganz klar. Immer alles einsammeln in einem Menü. Das ist so doof gemacht. Aber ja, gut. Schade. Hätten sie besser machen können. Oder machen sie hoffentlich irgendwann mal besser. Ah, falsche Seite. Ich muss hier oben durch. Als Bockblume. Hm. Es ist wirklich eines meiner Lieblings-MMORPGs plötzlich. Also plötzlich schon immer eigentlich. Aber je mehr man spielt, desto glücklicher ist man über das Spiel. Weil man einfach nicht mehr so ja, skeptisch ist, oder? Begnadungserlass, cool. Kritische Langfinger. Sehr gut. Es ist niemand hier, aber. Fischlein, wer kann das essen? Wenn ich schon an Fisch denke, viele Sachen am Fisch schmecken mir einfach nicht. Also so das Fett oder so. Komme ich jetzt da rein? Nicht dein Ernst, wieder außen herum. Okay, wir machen uns mal ein bisschen schneller mit dem Pferd. Und reiten einfach das Stück. Es kann doch nicht sein, dass ich immer falsch laufe, weil die Gebirge nicht so richtig angezeichnet sind. Okay, hier hätten wir noch einen Runenstein. Ah, den lasse ich mal. Sind wir wirklich recht lange in eine nicht falsche Richtung gegangen? Ah, weil es hier oben nicht durchgeht. Aber wo sollen wir denn durch? Wie sollen wir denn dort hinkommen? Das ist wirklich so ein kleiner Abhang, der uns nicht durchlässt. Also wir müssen da oben durch. Hä? Wir müssen also eigentlich schon uns oben halten. Ach, schwimm doch schneller, bitte. Kann doch nicht sein, dass die Pferde nicht schwimmen können. Ja gut, das ist schon ein bisschen realistisch, aber sind halt einfach zu schwer. Ich gehe jetzt noch kurz hier hin. Wenn schon. Dann. Okay, ja. Weil wir irgendwas gefunden haben wieder. So. Ja, Stufenaufstieg, aber wir können nicht beanspruchen. Muss ich jetzt echt an Land schwimmen? Oh.
Ah, wir müssen jetzt auswählen. Ja, natürlich das Kästchen des Schneiders, weil wir Magier sind. So. Und hier machen wir. Versengen ist gar nicht so gut. Hier machen wir natürlich die ultimative Fähigkeit. Endlich, hey. Oh mein Gott, endlich, hey. Endlich, Barry. Hallo. Unser treuer Mitspieler. Der treueste Mitspieler von allen. Ja. Na, immer wieder da. Was ist denn das? Ein Brunnen, ein Loch. Man sieht einfach nichts. Was ist nicht sehe? Nichts hier. Toter NPC. Sah aus wie ein Spieler, aber. Aber endlich mal, hey, einsetzen, komm. Wie stark bist du? Mega schwach. Ja, dann müssen wir irgendwie noch ein bisschen pushen. Ja. Müssen so reinhauen wie im Diablo 2 in Bern. Vielleicht wird er ja stärker. Also, ja, wir können ja leben. Also wir können ja Fähigkeiten einsetzen in den Bären. Ja, so ein Mega-Tank. Oh, Scharfzahn. Der ist Boss scheinbar. Gut, da haben wir nochmals etwas. Kein Buch. Also eine richtig tolle Klasse für Elder Scrolls. Also für Online. Wieso kann ich jetzt das nicht einsammeln? Bin ich schon voll? Was? Mein Inventar ist voll. Was habe ich denn mitgenommen? Aha, einfach Plunder rauswerfen. Ja, toll, ey. Das brauche ich ja auch nicht. Also, wenn es schon in der Bibliothek ist, brauche ich das nicht mehr. Na toll, hey. Ah. Wir haben zu wenig Inventarplatz. Wie immer. Das ist so blöd, wenn man einfach noch nicht viel zerstören kann oder so. Also einfach nichts mitnehmen, das so Schrott ist. Einfach nur mitnehmen, was so grün und blau ist und weiß auch nicht, was alles. So. Dann gehen wir weiter. Hier oben drüber. Dann sollten wir eigentlich in dem Gebiet sein, wo wir hin müssen. Ja, toll. Jetzt geht das Pferd wieder weg. Was? Nur kleines Städtchen möchte ich das Leben. Hör gut zu und richte meine Worte. Die Zeit nähert sich. Der Nimmers hat danach gesprochen zu mir. Er sagte, der verrückte Gott wandelt unter uns. Bringt eine Opfergabe und bringt sie da, oder das Schloss wird euch verschlingen. Und wohin? Es wird mich noch viel verschlingen. Und ich verschlinge noch viele Essen. So, so kurz schauen. Da drüben. Ah, oh, nicht schon wieder. Gut, dass wir im Wasser gelandet sind. Aber jetzt sind wir endlich hier. Und müssen wahrscheinlich kurz hier. Die hier hochkommen. Dadurch. Aber kann das sein, dass immer wieder im Elder Scrolls so Flussufer mit Schätzen gibt? Weshalb? Müssen wir jetzt direkt hier hin. Das ist oberhalb, oder?
Aber immer so Flussufer und immer wieder Runen oder Gegner oder Schatzkisten. Ich sage, die Entwickler das mögen, so Flussufer zu machen. Kann das sein? Ist wirklich. Ist es wirklich auf der anderen Seite? Ja, es kann auch ein bisschen nervig sein, manchmal den Weg zu finden. Aber ich finde irgendwie den Weg zu finden sehr interessant. Oder? Ich glaube, ich muss Gothic. Ich muss unbedingt Gothic spielen wieder. Es geht nicht einfach ohne, weil ja, ich hatte einfach damals Probleme mit der Auflösung und ich muss das irgendwie fixen, indem ich Fenstermodus strecke. Und dann geht's. Ja, und ja, gibt ja bald irgendwann dann das Remaster oder was ist es? Einfach ein Let's Play. Ja, und dann geht das ja auch gut. Wo ist jetzt mein Bär? Ah, ein Run, also ein Ding. Sternzeichen, Stern. Mein Bär ist einfach nicht da. Ist einfach unterhalb gespawnt oder so. Mist. Ja, gut. Erhält euer maximales Leben. Klar. Nehme ich an. Möchte ich aber noch kurz irgendwie skillen, wenn da schon ein Ding ist wie bei Skyrim. So, dann haben wir. Ja, ein bisschen Zeit. Volk der magischen Pferde. Ah, oh, ein Rundstein. Ja, das rote Licht ist sehr gut zu sehen. Da oben hin wieder. Bär, bist du endlich wieder da? Was ist denn der Bär, wenn man ihn braucht? Es sind überall Monster, die lange brauchen zum Töten. Wow. Das hätte ich auch ohne Pferde gefunden. Okay, relativ laut. So Nebengeräusche muss ich irgendwie leiser machen. Ja, geh du weg, Nahkämpfe, das ist ein Weg. Der Hexendorn. Okay, und wir müssen jetzt da unten drunter. Ja klar. Kannst du nicht hochkommen? Na? Komm doch hoch. Ja, sicher. Ich habe nichts gedrückt und ich war da runter. Noch weiter unten. Da. Okay. Was hast du denn erledigt? Ja, einfach noch mehr Vampire. Nichts so. Bringt das Blut besser in Wallung als eine kleine Schlacht. Aber ich bin überrascht, dass wir uns keinem größeren Widerstand gegenüber sahen. Der Zirkel muss beschäftigt sein. Ein Kampf gegen Vampire hatte ich allerdings nicht erwartet. Habt ihr etwas Spannendes an den Orten gefunden, die ich auf eurer Karte markiert hatte? Ja, aber bitte, Elder Scrolls, wenn ich 100% Stimmenlautstärke einstellen, dann sollte das auch lauter sein als die anderen. Ja, gut. Ein Blutunhold. Denen läuft man in diesem Teil der Welt für gewöhnlich nicht über den Weg. Lasst mich die Notiz einmal sehen. Da ist schon wieder dieses Wort gewinnbringend. Und was ist das von wegen einem einfachen Ritual? Hört sich für mich nach Umtrieben des Zirkels an. Habt ihr sonst noch etwas zu berichten? Ich habe dieses Teil eines Rituals gegenstände. Mir gefällt nicht, wie das aussieht. Es fühlt sich falsch an. Die Zaubermeister des Galgenkönigs werden das untersuchen wollen. In der Zwischenzeit müssen wir herausfinden, was der Zirkel vorhat. Wie fügen sich Rituale, Vampire und Blutunholde in seinen Plan ein? Irgendeine Idee, wo wir als nächstes hingehen? Da wäre nur diese eine Sache. Eine Notiz von einem Händler namens Gohard Eisenwanst. Die habe ich bei diesen Vampiren gefunden.
Eisenwanst liefert offenbar etwas, was der Zirkel braucht. Aber die Notiz nennt keine Einzelheiten. Da steht, dass wir ihn in einem Gasthaus in Riften finden. Im verdorrten Baum. Okay, in Ordnung. Ich bin bereit, nach Riften aufzubrechen. Ja. Und dann mal Plunder verkaufen, wenn wir schon vorher sie mit da haben. Ja, immerhin 60 Heiden, aber wenn man so viel eins zusammen hat, dann ist es schon ein bisschen wenig. Ja, ja. So, wie sieht Riften aus? Ich denke, viel kleiner wieder als in Skyrim, aber ja, das muss ja auch nicht so groß sein in einem RPG. Also ja, schon ein bisschen größer, als ich es will. Also sehen werde. Also der Platz ist größer geworden. Sieht einfach komplett überdimensioniert hier der Marktplatz und so aus, aber das ist wegen dem MMORPG auch nötig, weil hier Spiele sich versammeln. Dann hat sich einfach, ja, einfach hier die Dinge geändert. Also, das war ja ein Kloster hier. Dann war hier ja noch viel mehr Häuser am Hafen. Und hier war ja noch diese Krippe da. Kinder. Ja, das Kinderheim sozusagen. Genau. Und dieser Turm dort war nicht. Das Tor ist dort, okay. Aber dieser Turm und so war nicht. Okay, das im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.